Mit dem Sony Xperia 1.3 kommt das neue Spitzensmartphone der Japaner auf den Markt. Als Nachfolger des Xperia 1.2 bleibt es seinen Stärken treu und weiß zu gefallen. Was es alles kann, zeigt der Test von Computerbild. Beim Xperia 1.3 setzt Sony nach wie vor auf eine ultrascharfe 4K-Auflösung. Was aber sofort auffällt, ist das Seitenverhältnis. Die ist nämlich mit 21:9 kinoähnlich. Dabei liegt die Display-Diagonale bei 6,5 Zoll. Zudem unterstützt es HDR- und OLED-Technik. Das sorgt für beeindruckende Kontraste und Farben. Neu gegenüber der Vorgängergeneration ist die verdoppelte Bildwiederholrate von 120 Hertz. Allerdings ist diese Einstellung ab Werk deaktiviert. Vermutlich, weil Sony auf eine variable Bildwiederholrate verzichtet. Eine Enttäuschung im Test war die maximale Helligkeit. Sie fiel mit 694 Candela pro Quadratmeter weniger als halb so hoch aus wie etwa bei Samsungs Spitzenmodell Galaxy S21 Ultra. Jedes Display erhält noch während der Fertigung des Smartphones eine Farbkalibrierung. Ziel? Ein exakter Weißpunkt und originalgetreue Farben nach Vorbild von Sonys Mastermonitoren. Das Display ist ein 10-Bit-Äquivalent, also ein um 2-Bit aufgepumptes 8-Bit-Display. Im Testlabor gab es bei der Foto- und Videowiedergabe aber Licht und Schatten. Kinofilme etwa waren tatsächlich ein Genuss. Bei der Fotodarstellung aber enttäuscht Sony, zumindest in einer speziellen Kategorie, gemessen an Sonys eigenen hohen Ansprüchen. So wurde der DCI-P3-Farbraum nur zu 84,4% ausgenutzt. Da ist etwa Samsung besser. Der sRGB-Farbraum war mit 98,4% dagegen gut abgedeckt. Für Spiele spricht Sony von einer 240 Hz Bewegungsunschärfe-Reduzierung im optionalen Game-Enhancer-Modus. Inhalte werden mit bis zu 240 Mal pro Sekunde aktualisiert an das 120 Hz Display weitergegeben. So soll flüssigeres Zocken möglich sein. Die Kameralinsen kommen wie gewohnt aus der Zeiss-Schmiede. Doch beim Xperia 1.3 setzt Sony erstmals eine ganz besondere Periskoptechnik ein. Die kann wahlweise in zwei Brennweiten arbeiten. Einmal mit umgerechnet 70 mm. Und für besonders starke Vergrößerung mit 105 mm Brennweite. Wer genau hinschaut, sieht den Wechsel der Brennweite immer dann, wenn man bei Teleaufnahmen von 2,9-fache auf 4,4-fache Vergrößerung wechselt. Neben den Telebrennweiten gibt es zwei weitere Kameras, eine Ultraweitwinkel und eine normale Kamera. In allen drei Linsen kommen unterschiedliche Sony Exmos R5 Bildsensoren mit 12 Megapixel zum Einsatz. Außerdem verfügen sie über einen schnellen dualen Face-Detection-Autofokus. Der berechnet seine Einstellung bis zu 60 Mal pro Sekunde. So sind scharfe 20 Bilder pro Sekunde in Serie auch bei schlechten Lichtbedingungen möglich. An der Entwicklung war dieselbe Kameraabteilung beteiligt, die auch hinter den Sony Alpha-Kameras steckt. So soll das Leistungsniveau des kontinuierlichen Autofokus vergleichbar sein mit professionellen Systemkameras der Alpha 9 Serie. Mithilfe von künstlicher Intelligenz und den tiefen Informationen aus der vierten Linse im Kamerablock fokussiert und verfolgt die Kamera Objekte in Echtzeit. Das eigentliche Highlight aber sind die enormen Möglichkeiten der Kamera-App. Anders als beim Vorgänger sind hier Profi-Fotomodus und Automatik-Modus vereint. Normalnutzer werden mit dem automatischen Basic-Modus zufrieden sein. Fotoenthusiasten aber finden alternativ alle Möglichkeiten wie Blendenautomatik oder einen manuellen Modus. Für Besitzer, die mit dem Smartphone Filme nach Art der Profis entwickeln wollen, gibt es weiterhin die Cinema Pro App. Hier sind cineastische Effekte, vielfältige manuelle Einstellungen, etwa für Filmaufnahmen mit 24 Bildern pro Sekunde möglich. Die Fotoqualität war gut, aber sprengt für sich genommen keine Rekorde. Tagsüber macht die Kamera bei allen Brennweiten exzellente Fotos. Auch bei wenig Licht überzeugte sie im Labor. In der Praxis wird schnell klar, die Stärke dieses Smartphones liegt darin, dem Fotografen größtmögliche Freiheiten für kreative Fotos zu geben. Die Wahl zwischen zwei Telebrennweiten zu wechseln, bringt im Alltag eine enorme Flexibilität. Die Zoom-Fotos überzeugten im Test mit guter Qualität, auch wenn Samsung mit der 10-fachen Brennweite beim Zoom-Faktor noch mehr bietet. Auch die Möglichkeiten, mit dem Bokeh zu spielen, gefielen.
Unter der Haube sorgt ein Snapdragon 888 von Qualcomm für Tempo. Die Tempowerte sind enorm. Und 12 GB Arbeitsspeicher sind genug auch für aufwendige Apps. Doch wer das Sony-Flaggschiff für längere Zeit mit anspruchsvollen Spielen quält, merkt nach einiger Zeit auch Nachteile. Das Sony wird sehr warm. Das CPU-Tempo brach beim 20-minütigen Wildlife-Stresstest des Benchmarks 3D Mark fast um die Hälfte ein. Der interne Speicher beträgt 256 GB, ist per Micro-SD-Karte erweiterbar. Ein Tipp: Schließt das Smartphone beim Zocken direkt an eine Steckdose an. Ein Überhitzungsschutz versorgt das Smartphone direkt mit Strom, ohne parallel noch den Akku zu laden. Das reduziert die Wärmebelastung und schont den Akku. Der Akku umfasst 4500 mAh, ließ sich im Test mit dem enthaltenen Schnellladegerät in einer halben Stunde zu 48% laden. Drahtloses Laden geht auch mit bis zu 15 Watt. Wie lange der Akku durchhält, hängt auch von den gewählten Einstellungen ab. Bei Standardeinstellung mit 60 Hertz erreicht das Sony eine durchaus ordentliche Laufzeit von 8 Stunden und 22 Minuten. Aktiviert man aber die verdoppelte Bildwiederholrate, hält es dann nur noch knapp 7 Stunden. Spannend, dank adaptiver Ladetechnologie soll der Akku auch nach 3 Jahren noch eine gute Leistung bringen. Wie der Konzern die Leistungsfähigkeit prüfen will und ob es bei Nichteinhaltung des Versprechens einen kostenlosen Akkutausch gibt, ist noch unklar. Zertifiziert aber ist die Staub- und Wasserdichtigkeit nach IP68. Das Wasserbad überstand das Sony im Test problemlos. Das Sony Xperia 1.3 ist ein Smartphone für Kreative, für echte Foto- und Filmfans. So viele Möglichkeiten zur freien Gestaltung von Fotos und kinoähnlicher Videoproduktion gibt es bei keinem anderen Smartphone. Der Prozessor läuft bei extremer Beanspruchung schnell heiß und der 120-Hertz-Modus zehrt am Akku. Doch alles in allem macht das neue Smartphone aus dem Hause Sony aber eine gute Figur.